Jetzt ein ganz anderes Thema. Los ging's Ende der 70er, Anfang der 80er mit der Sugar Hill Gang, mit Curtis Blow. Es hat Hip-Hop, you don't stop. Rap war ganz in, kommt auch heute immer wieder in die Hitparaden. Und sie will da auch mit ganz nach oben. Ria Reiser aus der Hallertau und das auf Bayerisch. Angela Fischer hat die Botschafterin für bayerischen Mundart-Rap mal besucht. Rias Herz schlägt für Musik, für Rapmusik, aber bitte in ihrer Muttersprache, aber bitte auf Bayerisch. Du hast noch nie ein unterwegs gewaschen, aber gehst mit deiner Bix in Bord. Du magst kein Moik? Glaubst du wirklich, dass der außer deiner Mama noch irgendeiner anderen Frau freut? Wobei, sorry. Es ist auch meine Muttersprache, ich kann mich da am besten ausdrücken damit und auch, ein Wortwitz verwenden, den jetzt vielleicht im Hochdeutsch nicht so rüberbringen. Das Mikrofon ist Rias Energietankstelle. Sie selbst nennt sich First Lady des bayerischen Rap. Jede Silbe, die der alleinerziehenden Mutter von zwei Töchtern über die Lippen kommt, soll Mut machen, vor allem anderen Frauen und Alleinerziehenden. Die Hustengurtel-Burmer, also die Mamasöhnchen, dürfen zu Hause bleiben. Ich zum Beispiel habe schon zwei Kinder, ich brauche kein drittes mehr. Also die Selbstbestimmung und die Durchsetzungskraft, einfach die weibliche, ist ein wichtiges Thema für mich. Es ist noch ein Riesengap, was einfach auch Löhne betrifft, die Gleichberechtigung. Wann hört denn das endlich auf? Wann sind wir denn endlich einfach alle Menschen, die sich gegenseitig supporten? Von der Hallertau in die weite Welt. Babelsberg, Hollywood, Südafrika. Als gelernte Modellbauerin hat die 40-Jährige die Sets verschiedener Filmproduktionen mitgestaltet. Ihre bayerischen Wurzeln aber nie vergessen. Als ich im Ausland war, musste ich mir immer bayerische Comedians anschauen, weil die Sehnsucht mich praktisch wieder nach Hause schauen hat lassen. Heimat für mich hat die Farben blau, den Geschmack nach Brezen und den Duft nach Schweinsbraten bei meiner Oma, die damals irgendwie in der Küche mit dem bayerischen Volksmusikradio immer für uns aufgekocht hat. Bunter Vogel, schlagfertige Powerfrau, selbstbewusste Künstlerin. Und das mitten in der bayerischen Provinz, im 300-Einwohner-Dorf Puttenhausen. Funktioniert das? Das ist sehr neutral, die Haltung. Und das finde ich auch gut, dass man sagt, ja, die kann machen sich entfalten, aber was will ich? Wir machen das auch. Wir spielen halt dann Karten in der Gastwirtschaft und sie macht halt Musik bis in der Früh um 4 Uhr oder so. 6 Songs in 2 Jahren. Ende Februar erscheint der nächste. Bei The Voice of Germany ist Ria am bayerischen R zwar gescheitert, beim Mundart-Rap darf es rollen. Der bayerische Rap.